Weil die Sicherheit unserer Energieversorgung derzeit so ein zentrales Thema ist, liebäugeln manche wieder mit der Atomenergie. In der EU setzen aktuell 13 Länder darauf. Allerdings plant Deutschland ja bekanntlich bis Ende dieses Jahres den Ausstieg. Belgien will das bis 2025 erreichen. Andere Länder, wie etwa Frankreich mit immerhin 56 Reaktoren, setzen weiter auf Atomkraftwerke, planen sogar noch mehr zu bauen, was aktuell allerdings auf Eis liegt. Die Slowakei investiert in weitere Reaktoren. Und Polen steigt mit dem Bau seines ersten Reaktors überhaupt ganz neu in die Atomenergie ein. Auch bei den Finnen löst das Thema, anders als in Deutschland, keine sonderlich emotionale Debatte aus. Finnland ist da ganz pragmatisch, ganz nach dem Motto Atomkraft, ja bitte. Und baut, wie selbstverständlich, auch das erste Endlager der Welt. Christian Blenker. Finnlands Atomendlager ist so etwas wie seine zweite Heimat geworden. Irki Limatainen arbeitet hier tief unter der Erde. Der Geologe hat mit seinem Team das Gestein erforscht, in dem bald Finnlands Atommüll eingegraben werden soll. Sein Land sei mit der Endlagerfrage anders umgegangen als andere, meint er. Wir haben nicht nach dem besten Standort oder dem besten Granitgestein geschaut. Wir haben nach einem Ort geschaut, der ausreicht. Und so sollte es auch sein. Wie du hier siehst, gibt es keine Feuchtigkeit in diesem Loch. Also ist die Stelle gut für die nächsten 100.000 Jahre. Sein Pragmatismus ist keine Ausnahme. In Finnland ist er Konsens. Die Suche nach einem Endlager begann in den 80ern. Entstanden ist dann ein kilometerlanges Labyrinth, 450 Meter unter der Erde. Ferngesteuerte Fahrzeuge sollen hier bald die verbrauchten Brennstäbe versenken. Geplante Menge mehr als 6000 Tonnen Atommüll. Schnell legte sich das Land darauf fest, ihn hier zu vergraben, wo er auch entsteht. In Sichtweite stehen drei der insgesamt fünf finnischen Atommeiler. In der aktuellen Diskussion um die europäische Energiepolitik fühlen sich die Finnen in ihrem Kurs bestätigt. Er ist einer der wenigen, die dagegenhalten. Tapio Solala ist in der Region bekannt wie ein bunter Hund, weil er zu den wenigen Kritikern gehört. Das Problem ist doch, dass wir zu viel Energie verbrauchen. Wir müssen versuchen, mit der Energiemenge auszukommen, die wir auch nachhaltig produzieren. Ich finde, auch in Finnland sollte die Atomkraft heruntergefahren werden. Aber stattdessen wieder auf Kohle zu setzen, ist auch keine Lösung. Der Verbrauch muss runter. In Finnland brauchen sie den Strom nicht nur für die technischen Geräte oder für Licht. Viele Heizungen werden auch mit Strom betrieben. Mit einem Drittel gehört Kernkraft zu einem festen Bestandteil des Energiemixes. Anders als in Deutschland sind selbst die Grünen hier, wie Mariana Hani, mit diesem Kurs einverstanden. Die Bauingenieurin schreibt ihre Doktorarbeit über das Endlager. In Finnland sind die Grünen etwas rationaler, selbst die emotionalsten Typen. Wir können über das Thema diskutieren. Das ist ein Grund, warum Atomenergie hier populärer ist. Und auch, weil es bald ein Endlager gibt. Und sie informieren eben gut über das, was sie da unten machen. Deshalb gibt es hier weniger Ängste. Ein Ende der Atomkraft ist in Finnland nicht in Sicht. Das macht auch den Job von Jyrki Limatainen krisensicher. In 3 Jahren sollen hier unten die ersten ausgedienten Brennstäbe ankommen. Ich freue mich darauf, wenn es hier endlich losgeht. Dann haben wir der ganzen Welt etwas bewiesen. Im Endlager wird allerdings nur finnischer Atommüll landen. Andere Länder müssten sich schon selbst bemühen, heißt es hier.